Hallo YouTube, was geht ab? Ist wieder soweit. Neuer Vlog hier am Start. Ich wollte euch mal zeigen, wo ich hier übernachte. Echte geile Villa hier. Macht richtig Bock, auch mit den ganzen Leuten. Auf geht's zur Gamescom 2019. Viel Spaß mit den besten Momenten. Was ist in dem Paket? Eine Autogrammkarte. Was ist in dem Paket? Kennt ihr das aus Film 7? Schreibt mal in die Kommentare, wer das vom Film 7 kennt. What's in the box? Was ist in dem Paket? Was ist in dem Paket? Autogrammkarte. Möchtest du auch eine? Zeig ihm mal. Hallo. ich hätte gedacht, dass du machst Moin Leute, Charmix hier. Jetzt simpel. Ja. Du darfst niemals stehen bleiben, wenn die Leute hier sind. Ein bisschen ducken und dann werden dich durchschlängeln. Da hast du keine Probleme. Und dann ist viel aus. Dann ist aus. Dann ist einfach aus. Aber wenn du dich, sag ich mal, wendig bewegst, wenn du schnell unterwegs bist. Ja, wie ein Wiesel. Ja, genau. Oder wie ein Dachs. Ich stream jetzt hier für Case King. Hashtag Werbung an dieser Stelle. Ich hau ein paar Preise raus für die Community. Danach geht's zum Level-Up-Stand. Weil hier waren gerade ultra viele Leute. Habe ich aber alle kein Autogramm gegeben, weil sonst wäre ich bis 24 Uhr hier gewesen. Kurze Fotos und später heftige Autogramm-Session beim Level-Up-Stand. Wir sind jetzt hier beim Level-Up-Stand und es ist jetzt Mittwoch, so der, sag ich mal, der Tag, wo eigentlich die wenigsten Leute da sind. Level-Up-Stand war jetzt schon komplett voll und wir haben es gerade 16 Uhr. Ich bin echt gespannt, was jetzt zum Beispiel einfach Freitag oder Samstag los ist, wie viele Leute hier einfach da sein werden, wenn ich Autogrammstunde und Fotos mache. Ich komme hier auf den Level-Up-Stand, guck mal, was die für mich vorbereitet haben. Das ist ein Service, das ist ein Support. Und ich liebe die Teile. Schreibt mal in die Kommentare, wer weiß, was das für eine Frucht ist, beziehungsweise wer die von euch mag. Weil ich kenne ganz, ganz viele, die nicht mögen. Beste. Ach du Scheiße. Er jagt mich. Ja, Mann. Ja, Mann. Siehst du das? Oh, 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 oh. Gut gespielt. Danke, danke. Ich habe aber gewonnen. Nein. Scheiße, du hast gewonnen. Ich war so gut. Maschine, ein Pac-Man. Ja! Was geht ab? Was geht ab, Köln? Seid ihr gut drauf oder was? Sehr schön. So, was wollt ihr haben? Wollt ihr Shaker? Wollt ihr Cappies? Fotos? Okay, also auf drei. Level up. Level up. Auch für die Aufnahme. Mein Vlog ist auch am Start. Hier, Kameramann. Ihr kommt alle mit ins Video. Ihr kommt alle mit ins Video. Deswegen richtig Alarm jetzt. Also, 3, 1, 2, 3. Digga, der hat den richtig gepackt, Digga, wie der hochgesprungen ist. Welchen Skin spielt Trimix? Fisch. Ihr wart alle extrem schnell, aber ich glaube, du warst am Feld. Das war Spaß. Geil. Derjenige, der am lautesten schreit, bekommt den. Nicht drängeln, wir nehmen so viele Leute ran wie möglich. Ja? So, weiter geht's hier mit dem Vlog.
Letzter Tag für uns ist Freitag jetzt schon. Wir waren Dienstag da, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also Samstag werde ich nicht auf der Gamescom sein. Werde streamen, ganz normal. Mimimi ist wieder am Start, neues Format. Mikis Mitternachtsmittwoch. Am Samstag, was immer um 22 Uhr auf Twitch stattfindet, zocke ich immer geile Horror-Games. Ist richtig geil. Ich würde sagen, viel Spaß mit den Highlights hier vom Freitag von der Gamescom. Viel Spaß. Ich suche von eine geile WoW-Figur für den Gaming-Raum und von One Piece Shanks. Schreibt mal in die Kommentare, welcher Lieblingscharakter bei euch aus One Piece zum Beispiel ist oder welche Figur bei WoW ihr geil findet. Bei mir ist 100% Shanks. Ich, bester Mann. Ich probiere hier die Bomberjacke an, weil ich liebe solche Kleidung mit solchen Game-Logos drauf. Overwatch oder WoW oder sowas. Ich feiere das übertrieben. Ja, 2XL. Ja. Wenn man die noch wäscht etc. Guck mal, machen wir Autofokus, was wir ausgegeben haben. Einfach mal 500 Euro ausgegeben für eine geile Sylvana-Statue. Das ist das geile Ding da. Habe ich richtig Bock drauf, mir das ins Gaming-Zimmer zu stellen. Ja? Habt ihr den da? Nur noch das Ausstellerstück. Nur noch das Ausstellerstück? Ich kaufe das. Ja, ja. Was kostet das? Ja, 50? Ja. Noch nie so gerne habe ich 50 Euro weggegeben. Diese Figur ist so geil. Zoom mal bitte ran, Bro. Ich habe die ganze Gamescom danach abgesucht. Ist das ein Buch? Ja. Was kostet das? Ich brauche das doch für Geschichten erzählen, weißt du? Sieht das gut aus? Oh mein Gott, Digga, ich bin so glücklich, dass ich die scheiß Figur habe. Absoluter Lieblingscharakter. Digga, ist voll praktisch. Guck mal, wie groß diese Tüte ist. Vom WoW-Stand. Guck mal, wie viel Platz da ist. Und hier, guck mal hier. Die ganzen Addons. Classic fängt an, Burning Crusade. Alle gespielt. Da habe ich die Beta gespielt. Beta. 11 Jahre alt war ich. Also hier einmal Ruffy. In Gear 4. Wo er in der Form gegen Don Flamingo gekämpft hat. Und einmal Whitebeard. Es geht ab. Erstmal für ein Tausender Figuren gekauft, Digga. Läuft. Digga, ich feiere sowas übertrieben einfach. Die sind einfach so, einfach in ihrer eigenen Welt. Weißt du, was ich meine? Die haben so heftig ihren Frieden. Die hocken hier, spielen Karten, unterhalten sich. Ich feiere das. Seit Dienstag, Digga, hocken die, spielen Karten. Ey. Ich liebe sowas. So, was geht ab? Abmoderation hier für das Video. Digga, Gamescom war kompletter Abriss. Also, die Highlights muss ich einfach sagen. Es gab zwei Highlights so für mich. Einmal natürlich euch zu treffen und so die Figuren für mein Gamingzimmer für mich zu Hause zu kaufen. Ich habe, glaube ich, 1500 Euro ausgegeben für Figuren etc. Krimskrams und sowas, weil sowas liebe ich halt. So Anime-Sachen und so weiter. Schreibt mir mal da in die Kommentare, ob ihr sowas auch feiert oder ob das gar nichts für euch ist. Und Digga, es war einfach überwältigend. Ich war 5 Stunden, glaube ich, heute alleine am Level-Up-Stand. Ich war einmal auf der Bühne geplant. Ich bin extra noch mal zweimal für euch rausgegangen, weil ich einfach so viele Leute mitnehmen wollte von euch mit Fotos und Autogrammkarten etc., allen möglichen Kram. Und ich bin echt zufrieden. Ich habe so viele von euch abgearbeitet. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hochschätzen will, ich glaube, ich habe bestimmt 8000 bis 10.000 Fotos gemacht. Es waren so unglaublich viele Leute da, teilweise auch Leute, und da muss ich einfach nochmal sagen, es sind einfach Leute aus fucking Österreich, Schweiz, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden mit dem Zug gefahren, um mich zu sehen. Die haben Sachen mitgenommen, Plakate. Das war einfach krass, so, das war einfach überwältigend. Ich muss sagen, war todesanstrengend, auf jeden Fall. Aber lohnt sich, so für euch, so euch das wiederzugeben. Es war einfach, ich habe einfach totes Gefühl. So. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, Vlogs, bisschen rumfahren, hier, dies, das und so weiter, lasst einen Daumen nach oben da. Danke, ihr könnt auch gerne kostenlos ein Abo da lassen. Ich freue mich über jeden Support. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem nächsten Video.